Jetzt kommen sie hier rum und jetzt kann die andere Bahn wieder aufholen. Ach doch, jetzt waren sie gleich im Ziel. Habt ihr das gesehen? Jetzt waren sie doch zeitgleich im Ziel bei der Testfahrt vorhin. Da war die eine Bahn ja ein bisschen ein paar Zentimeter zurück, aber jetzt waren sie wirklich gleichzeitig im Ziel. Sehr schön. Das freut mich, dass es so geklappt hat. Also Leute verlaufen sich. Was kann man denn da machen? Wir sperren einfach mal den Bereich hier hinten ab. Stellen hier mal so ein Nicht-Durchgehen-Schild rein. Kennen wir das ja auch vom Dschungelthema. Nicht durchgehen. Nicht durchgehen. Und dann hier hinten. Nicht durchgehen, sondern ist der Bereich hier hinten ein bisschen gesperrt. Müssen wir mal gucken, wie schnell sich das leert hier, der Spaß. So, jetzt haben wir wieder eine Fahrt. Mal gucken, wie die abschneidet. Na, jetzt war die rechte Bahn ein Hauch eher im Ziel. Also es hängt auch davon ab, wie die Leute anscheinend sitzen in der Attraktion. Wenn die verteilt sind, dann ist natürlich auch die Kraft anders. Wenn vorne Leute sitzen, dann hat die eine größere Kraft beim Drop, als wenn die alle hinten sitzen. So ungefähr. Und wenn das so einigermaßen hinkommt, es muss ja nicht perfekt 1:1 sein, aber wenn es ab und zu mal so einen kleinen Abstand gibt, dann ist es in Ordnung. So, jetzt die nächste Runde. Dann könnt ihr auch auf Warten auf voll einstellen, dann dürfte es eigentlich immer gleich sein. So, wir sitzen jetzt im Rechten, sitzen hinten viel. Ja, ich glaube, die linke Bahn, die hat weniger Fahrgäste. 1, 2, 4, 6, 8. Und hier links sind es 10, wenn ich das richtig sehe. Und in der rechten sind es dann doch ein paar mehr. Und Abfahrt. So, mal gucken, wie die Fahrt abschneidet. Jetzt war die rechte Bahn wieder ein bisschen eher. Wahrscheinlich, weil mehr Fahrgäste, mehr Masse. Kann mehr beschleunigen oder sowas. Aber wie gesagt, das ist jetzt in Ordnung. Wir haben das Thema Dueling Coaster jetzt einmal gepackt. So, Ladenstand. Als letztes gab es eine Go-Kart-Bahn. Vor lauter Achterbahn bauen bin ich jetzt hier gar nicht so richtig auf dem neuesten Stand, was jetzt überhaupt an neue Attraktionen gekommen sind. Aber sowas hat auch immer den Reiz, dass dann auch die Zeit verfliegt. Das soll jetzt nicht heißen, dass es hier langweilig ist, das, was ich hier spiele, aber wie gesagt, manchmal zieht sich das halt schon ein bisschen. So, der Bereich leert sich hier und dann machen wir die Golfbahn, die würde ich eigentlich gern weglassen, weil die eigentlich, naja, ich weiß nicht, die ist nicht so effizient, ne? Aber wir lassen bloß dieses eine Loch weg, wo die Leute Probleme haben. Das könnte man mal probieren. Wir können auch bestimmt die Golfbahn hier so durch die zwischen den Bäumen bauen. Dass wir da jetzt nicht viel Land. Betüdeln müssen. Warte mal, es klappt aber nicht ganz. Weil ich dann hier nicht rumkomme, reißen wir das mal ab und machen dann aber hier so eine Kurve rein. Dass wir dann hier wieder den Kurs auf ach, es klappt dann auch nicht. Dann muss ich wahrscheinlich doch ein Stück Bäume abreißen. Na gut, ist das halt so. So, Loch C. Und dann ab ins Ziel. So, drei Lochbahnen.
ziemlich unspektakulär, aber eine neue Attraktion, die hoffentlich Leute anlockt. Drei Lochbahn. So. Eine Mark, und jetzt fängt es gleich an mit Regnen und die Leute haben uns nicht dann hoffentlich alle mit Regenschirmen eingedeckt. Die guten 20 Mark Regenschirme. Jetzt hier nochmal eine kleine Abgrenzung, dass das hier so ein bisschen abgegrenzt ist. Der Minigolf-Spaß. Jetzt fährt wahrscheinlich eh keiner mit, wenn es regnet. Und bauen wir noch ein paar Ersatzbäume rein hier. Na gut, einer reicht. Oh, jetzt ist die Warteschlange voll hier beim Duell. Jetzt sind die Wagen voll. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die dann da abschneiden bei vollen Wagen. Ja, da war die rechte wieder ein Müh, ein ganz kleines Müh schneller gewesen. Ihr habt es vielleicht gesehen. So, 830 Besucher haben wir. Wie gesagt, das Ziel ist 1100 Besucher und eine Parkbedingung von 600 bis Oktoberjahr 2. Also auch eher ein schnelles Szenario. Gibt es meiner Meinung nach viel zu wenige davon. Es ist immer so alles Jahr 3, Jahr 4 oder sowas wie Jahr 2 oder sogar mal Jahr 1. Das ist so selten dann am Ende. Was ich persönlich auch extrem schade finde, wenn ich das so sagen darf. Eigentlich müsste es jetzt, wenn es regnet, müssten eigentlich die Beete wieder gegossen werden. Aber ich glaube, so intelligent haben sie das Spiel dann damals nicht programmiert. Eigentlich könnte man die Kartbahn auch wieder hier so zwischen die Bäume bauen. Aber ich muss dann kurz gucken nach dem Platz. Gut, hier haben wir noch ein bisschen was. Hier ist noch, weil nicht, dass ich jetzt hier im ersten Jahr zupflastere und dann nichts mehr bauen kann. Das wäre fatal. Gut, sonst müsste man, hier unten wäre auch noch was, sonst müsste man zur Not auch dann die Eisenbahn umbauen oder kürzen. Die könnte auch hinten diese Schleife weglassen, dass die dann bloß hier hochfährt und dann die Kurve macht. Das geht ja zum Beispiel auch, dass es bloß eine verkürzte Streckenführung ist. Aber wie gesagt, da müssen wir einfach mal gucken, wie das dann aussieht. Aber ich wollte nochmal die Go-Kart-Bahn. Haben wir eigentlich hier schon einen Shuttle Loop? Ja, könnte man theoretisch bauen. Das wird hier der Baumslalom bei der Kartbahn. Das erste Formel 1 Rennen ist ja heute gelaufen in Australien. Vettel hat gewonnen. Aber auch eigentlich nur mit Glück, weil ja das virtuelle Safety Car rauskam, weil der eine Haas ja da Probleme hat und dann stehen blieb. Sonst hätte Hamilton in meinen Augen deutlich gewonnen. Das ist ja auch bloß der Saisonauftakt. Es gibt ja noch dutzende Rennen, die dann noch kommen. Da darf man gespannt sein, ob es. Warte mal. Eigentlich könnte. Ach so. Eigentlich müsste hier ein Huckel hin. Damit die Strecke nicht ganz so langweilig in der Ebene
findet. So. Boah. Sieht aus wie ein Schlüssel oder wie... Na doch, wie ein Schlüssel oder wie, na gut, wie eine 1. Nicht wirklich. Eher so in Richtung 7. Ich denke mal, nachdem wir in den letzten Folgen ja immer den Modus Kreisverkehr hatten, machen wir jetzt einfach mal ein Rennen, aber bloß mit 2 Runden. Das heißt im Prinzip 3 Runden mit Ehrenrunde für den Sieger. Das ist jetzt der Baumslalom. Slalom. So. Zack. Kurz was trinken, kleinen Moment bitte. Das gute K-Classic Mineralwasser diesmal. Ich habe es wieder ins Kaufland bei uns geschafft. Wollte ich mir eigentlich auf diese Kaufland-Sammelpunkte diesen Black & Decker Campingsitz mit Tasche, klappbar mit Tasche kaufen. Aber den gab's nicht, der war aus. Das hat mich geärgert, weil ich finde sowas Praktisches kann man sich dann irgendwie mal, wenn man auf irgendwelchen Veranstaltungen ist, kann man sich das Ding einfach einpacken und dann dort aufstellen und hat eine Sitzmöglichkeit. Das wäre schon cool, aber war leider ausverkauft, wie gesagt, also muss ich im Prinzip nochmal hin, so für mal September. Aber ich glaube, ich werde das jetzt hier, wenn, obwohl das bloß 2 Jahre ist, so ganz durchspielen jetzt komplett werde ich es nicht, weil ich nochmal eine Aufnahme machen dann auf jeden Fall. Ja, mit September, Oktober, das sind dann schon fast 3 Stunden, die man da am Stück spielen muss und es ist mir dann ein bisschen zu heftig. Wenn wir jetzt schon bei 1 Minute 5 sind und da ist jetzt gerade mal September, der 11. Oh, 11. September auch noch zufällig. Was denken denn die Leute über den Park aktuell? Der Park ist jetzt überfüllt. Ja, dann... So bezahle ich nicht für Twister. Weißt du, woher die Überfüllung kommt? Das ist, aber ich glaube, das werden wir wahrscheinlich nicht umbauen können. Das ist, weil die Leute hier...